komplett am Explodieren. Und naja, Twitter übertreibt momentan einfach wirklich komplett. Und deswegen ist es hier tatsächlich auch mal ein Video, wo ich Shoyoka verteidigen werde. Obwohl sie sich natürlich auch erstmal für einen ihrer 10.000 Fehler gerade machen könnte. Allerdings würde eine Entschuldigung bei Shoyoka wahrscheinlich so hier aussehen. Ich wollte dir sagen,